Bei uns im Haus, da wohnen die Pocornis. Eine Familie, das war noch nicht da. Bei ihr, da weiß man nicht, wo hinten und wo vorn ist. Und dabei glaubt sie, dass sie schön ist wie die Taylor als Kleopatra. Die Frau ist furchtbar unverträglich. Im ganzen Haus, da hat sie keiner gern. Und darum sage ich, die Leute sind unmöglich. Man kann mit den Pocornis nicht verkehren. Die eine Tochter, was ich gelacht hab, war in Miami in den USA. Man sprach von Heirat schon, doch wie ich es gedacht hab, war sie auf einmal schon nach kurzer Zeit mit einem Negerbaby da im Haus. Da war das eine Wonne. Die Frau Pocorni wollte es uns erklären. Sie sprach, das kriegt man in Miami von der Sonne. Man kann mit den Pocornis nicht verkehren. Bei der Familie wohnt der Onkel Nolli. Im ganzen Haus, da waren wir alle platt. Als uns erzählte die Bedienerin, die Poldi, dass man wegen Heiratsschwindel ihn vor einem halben Jahr verhaftet hat. Der Richter sprach, Sie haben 16 Bräute, nehmen Sie Platz, Sie müssen das erklären. Der Onkel setzte sich und so sitzt er noch heute. Man kann mit den Pocornis nicht verkehren. Das beste Stück von allen ist der Vater. Mit ihm, da habe ich schon oft gelacht. Ich hab per Zufall ihn getroffen im Theater. Er kam auf einen Drink zu mir und blieb die ganze Nacht bis früh um 8. Er hat, ich kann es nicht verhehlen, 2 fesche Söhne, die mich auch beehren. Nur hör ich, dass die 3 das überall erzählen. Man kann mit den Pocornis nicht verkehren.